Ja, hallo meine Lieben und damit herzlich willkommen zu der Demo von Drive Beyond Horizons. Ja, von TechT Studios, wenn ich das richtig ausspreche. Einen Release-Termin gibt es derzeit noch nicht. Wir starten jetzt hier dieses Szenario, eine fremde Welt. Erreichen Sie 50 Kilometer und entdecken Sie unter dem Schleier der Nacht eine unerwartete Herausforderung. Die Dunkelheit verbirgt geheimnisvolle Gefahren. Und eine intensive Verfolgungsjagd wartet auf Sie. Wird es Ihnen gelingen, durch die Dunkelheit zu navigieren und den auftauchenden Bedrohungen zu entkommen? Machen Sie sich bereit für ein fesselndes Abenteuer, bei dem jeder Kilometer zählt. Machen Sie sich bereit für ein aufregendes Erlebnis voller Spannung. Ich habe es auch noch nicht gespielt, es ist komplett blind, eine fremde Welt. Ja, ist das allererste Mal, dass ich jetzt hier selber auch reinschaue. Nehmen Sie. Ah, okay, cool. Müssen wir erstmal unser Auto zusammenbasteln oder was? Montieren, da war es doch eben. Montieren, ne? Da. Ja. Geil. Hö? Achievement? Change piece on your vehicle for the first time. Montieren. Hey. Hey, geht nicht. So, jetzt. Ah, geil, Alter. Haha, ist ja cool. Wir haben eine Schaufel, pack mal ein hier. Sonst noch was? Wir haben Wagenheber. Oh, noch viel mehr Benzin. Können wir uns das alles in den Kofferraum packen eigentlich? Okay. Eine Sprayflasche? Das Auto lackieren? Hä? Paint? Was sieht doch gar nichts. Oder? Ah, shit. Ich glaube, das war nix. Ich glaube, da hätten wir erstmal ein bisschen was. Oh, cool. Oh, wir haben eine richtige Kratzbürste hier. Das ist doch gut, ne? Ja, das ist gut. Okay, das macht jetzt nicht so Sinn. Ich habe das Auto lackiert, ne? Macht jetzt nicht so Sinn, dass auf einmal der Lack überall dran ist. Okay, dann tanken wir mal auf. Warte mal, wie viel ist hier drin? Oh, shit, das wollte ich nicht. Öffnen. Das ist jetzt... Ach so. Ja. Oh, nice. So 15 irgendwas. Von... Ja, sowieso. Füllen Sie. Oh, geil. Oh, okay. Hier ist noch... Oh, alles klar. Oh, wir können auch das einfach reinhalten. Haha, okay. Nevermind. Ja gut, okay, dann... ja. Unser Auto sieht so scheiße aus. Oh, eine Gitarre. First Aid Kit. Ui, das ist wichtig. Kann ich die Sachen hier einfach rein? Oh, yo, geil. Gehen wir mal ganz kurz außen rum. Oh, guck mal, hier ist alles. Oh, hinterm Haus liegt alles rum. Hier sind die ganzen Türen, die ganzen Autotüren. Liegt alles hinterm Haus. Warum liegt das alles hinterm Haus? Hätte ich das mal vorher gewusst, ne? Hätte ich alles daran gemacht und dann lackiert. Ach so, die ist im Arsch, oder was? Oh, guck mal, cool. Yo, cool, wir können das Fenster reinigen. Na gut, dann war's das, ne? Ich glaube, dann fahren wir einfach mal los. So. Oh, warte mal. Oh. Scheiße. Das wollte ich nicht. Warum fährt er nicht los? Ah, jetzt. Nice. Let's go. Was ist das für ein Geräusch? Hä? Was war das für ein Geräusch? Ich hoffe, das war irgendwas hier hinten. Was ausgelaufen ist. Fährt gar nicht so langsam, die Hütte, ne? Ein Kilometer haben wir schon. Zwei. Keine Ahnung, was das mit dem Wassergeräusch immer soll. Ob da irgendwie komischerweise nur bei... Oh, der Geschwindigkeit. Oh, warte mal, was ist das hier?
Yo! Lenkrad, Motor und was nicht alles. Kann ich hier ein anderes Lenkrad einbauen? Yo! Hey, geil. Kein Plan, ob das besser ist. Jawohl. Haben wir denn hier noch? Rücklicht? Jawohl. Was können wir denn hier noch ausbauen? Weißt du was? Die Tür nehmen wir mit. Das ist geil. Finde ich cool, Leute. So ein alter, ranziger Sitz. Ich meine, ein bisschen besser sieht er aus, ne? Er hat keinen Bock. Komm schon. Jawohl. Gerade mal 5 Kilometer hinter uns, Leute. Ah, ich glaube, die 50 Kilometer machen wir voll und ist gut. Was gibt's hier? Okay, das sieht ja alles scheiße aus. Wow, hier ist... Hä, hier ist ein Telefon. Kann ich irgendwie nicht. Nicht mit dem Benzinkanister zumindest. Irgendwie baue ich irgendwas anderes. Wieso ist hier ein fucking... Oh, hier ist ja noch viel mehr. Hallo? What the fuck? What? Yo. Oh, da kann ich die Autoteile scannen. Wo geht denn hier ran? Hier? Ja, geil. Passt von der Farbe her ein bisschen besser. Was haben wir denn hier noch? Ein Turbo. Yo. Ein fucking Turbo, Leute. Yo, geil. Okay, cool, dann... Fahren wir weiter. Oh. Sekunde. Jetzt fahren wir weiter. Ups, das wollte ich nicht. Geil, Leute, das macht Spaß hier, das Ding. Voll gut. Oh, ich glaube, wir müssen ein bisschen aufpassen, weil es glatt ist, ne? Ein bisschen Aquaplaning und so. Eieiei. Yo, hier ist wieder so ein Unterschlupf. Was zur Hölle ist das? Yo, das ist eine Radkappe. Was soll das sein? Auch eine? Ein bisschen abgenutzt. Oh mein Gott. Ach, weil er nicht zu ist. Oh, das erklärt einiges. Jo, der hat einen Tacho. Generell das viel geilere Auto, ne? Ich glaube, ich baue das eben um. Ja, baue das mal eben um, Leute. Warte mal, hier ist Wasser. Erst trinken. Ja, ich kann mich damit einfach vollgießen. Kostet aber Leben. Weil es halt dreckig ist oder so. Mir aber ehrlich gesagt gerade scheißegal. Mir doch Wurst. Das war auch nur ein Zweisitzer, ne? Ist mir aber auch eigentlich scheißegal. Können wir die Tür da ranbacken? Nee, ne? Doch, das kann man. Okay, das sieht aber extrem scheiße aus, Mann. Nehmen wir aber hier trotzdem mal in der anderen Seite. Einmal einen Stuhl rein, warum nicht? Oh, eine Scheibe. Ja, naja. Ja, nee, nicht so wirklich. Geht wahrscheinlich hier ran, ne? Ja. Brauchen wir noch einen Schaltknüppel? Aber der ist doch Automatik, ne? Sieht aus, als wäre der Automatik. Oh, never mind. Haben wir keine Pedalen drin? Oh, warum keine Pedalen drin? Wow. Das macht Sinn. So, fährst du jetzt? Ja. Ey, wie geil. Können wir die Klappe hier drauf knallen?
Das sieht alles so bescheuert aus, Mann. Ja, das sieht super aus. So, warte mal. Machen wir noch ein bisschen sauber. Nice. Ja. Dann passt das doch, ne? So ungefähr. Außer, dass halt von innen noch alles im Arsch ist. Ja, die Tür hier noch. Ja, nice. Ja, geil. Ja, kriegen wir nicht zu, ne? Warte mal. Ja, scheiß drauf, bleibt so. Oh, ich hab sogar Fernlicht. Guck mal. Jetzt ist aus, jetzt ist leicht, jetzt Fernlicht. Sehr geil. What the fuck? Was zum Teufel klingt hier so komisch? What the fuck? Was sind das für Geräusche? Hallo? Oh yeah, mein Reifen. Yo. Geil, der Richtige, der darauf gehört, warte. Was zur Hölle sind das für Geräusche? Kann hier nur einen zweiten Turbo reinpacken eigentlich? Yo. Oh, alles klar. Oh, eine Tür gibt's hier noch. Well. Well, well, die habe ich übersehen. Oh, Scheibe? Yo, Heckscheibe. Heckscheibe. Yeah, geil. Mal kurz sauber. Yo, nice. Okay, Abfahrt. Ich find's gut, dass die Lampe immer noch leuchtet hier. Obwohl die gar nicht mehr im Auto dran steckt. Ja, irgendwas Paranormales geht hier, glaube ich, ab. Weil die Lichter hier so. Die Straßenlichter hier irgendwie durchdrehen. Das ist eine fucking Tankstelle. No way. Eine Tanke? Das hier? What the fuck? Den nehmen wir auch mit. Können wir den auf Rücksitz packen? Oh, das ist für vorne. Kühlergrill. Yo, cool. Oh, okay, da ist noch ein Auto, da ist auch noch ganz viel dran, ne? Warte mal. So, was hat der hier noch für uns? Noch ein Sitz. Oh, das wollte ich nicht. Geil. Yo! Das Beste ist ja das hier, ey. Jawohl, ey. Alles. Locker dieses Scheißvieh. Na, Abfahrt. Jo. Okay. Oh boy. Jawohl, Alter. Ja, das ist ja ein ganz anderes Fahren. Ach du heilige Scheiße. Wow, 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 da muss ich richtig aufpassen. Hier vorne was auf? Klingt so komisch. Klingt so komisch beim Fahren. Ja. Der war auf. So, keine Anhalten mehr jetzt, Leute. Wir fahren jetzt durch. Wir fahren jetzt durch. Also irgendwie ist das ja creepy mit den ganzen Lichtern, ne? Oh mein Gott. Oh shit, 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 shit. Oh mein Gott. Das Geräusch ist nur dezent nervig vom Motor.
Scheiße. Fuck me. Fuck me. Warum schneit das? Oh shit. Irgendwas ist hier abgeflogen. Ja, ein Reifen. So krasser Crash, sogar einen Reifen verloren einfach. Ja, gut. Der Schaden ist ja nur überschaubar. Einfach Schneegegend jetzt. Oh mein Gott. Na, leider ruckelt das Spiel halt auch ein bisschen rum, ne? Dann lieber ein bisschen links halten. Anstatt rechts gegen so einen Pfeiler zu dashen. Wow, 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 wow. What the fuck is happening? Du willst mir nicht erzählen, dass wir hier Unterbodenbeleuchtung haben? No way. What? What the fuck? Warum hat mein Auto gerade so gejuckelt? Wegen Reifen locker? Schraube locker oder was? Oh ja, warte mal. Wir haben eine geile Motorhaube. Und Rücklicht. Hey, cool. Das ist auch abgeflogen, wa? Oh. Geil. Die Unterbodenbeleuchtung will ich haben. Das ist ja absolut geil. Wie cool ist das denn? Yo. Geil, eine Kofferraumklappe. Nice, einfach Unterbodenbeleuchtung. Jetzt geht's Auto nicht mehr an. Zu viel Beleuchtung. Zu viel RGB. Oh mein Gott, Alter. Warum fängt denn der so an zu juckeln? What the fuck? Das ist immer, wenn ich irgendwie von der Spur mal runterkomme. Dann fängt er sich halt gar nicht mehr. Yo, Leute, what? Fucking Zombies? Du willst mich verarschen. For real? Bam! Aua. Haha! Oh no, ich hab einen Reifen verloren. Scheiße. Brauch meinen Reifen wieder, Jungs. Das geht so nicht. Das haben wir nicht abgemacht. Oh shit. Außenperspektive gibt's auch, stelle ich gerade mal fest, mit C. Okay, cool. Warum sind wir fucking CJ? Warum haben wir zum Fick das Character Model von CJ aus GTA San Andreas? Das ist exakt das, oder? Das ist doch exakt der Typ. Was zum Teufel ist das nur hier? Kommt da oben rauf? Ach, das ist eine Hupe! Oh, ja, stimmt. Hupen sehen so aus. Bin mal gespannt, was nach 50 Kilometer kommt. Wahrscheinlich irgendeine wilde Nacht und dann ist die Demo vorbei oder so. Oh nein! Oh no! Oh no! Scheiße, Mann. Oh, ein bisschen Vollgeschwindigkeit hier langballern und heizen. Solange hier nichts auf der Straße ist und das nicht unfassbar krass ruckelt oder so, dann geht das ja gut. Oh mein Gott! Nein! Oh fuck. Tolle Hupe. Irgendwas ist ultra weit weggeflogen gerade. Es sind halt diese Ruckler, die noch ein bisschen schwierig sind, ne? Oh, ich hab keinen Ton. No, warum hab ich keinen Ton? Ja, jetzt habe ich irgendwie wieder Ton. Ich glaube, das ist auch die Unreal Engine 5 mal kurz, by the way, angemerkt. Was hat das Auto hier noch? Hat das noch irgendwas Schönes? Nö. Soll ich mal auf? War wahrscheinlich ein schwerwiegender... Oh mein Gott. Ja. Das war nicht so clever. So.
Immer mit hier grün. Aua, ja. Lackieren können wir das Ding hier nicht. Oh, doch, die bleiben stehen. Interessiert die gar nicht. Ja, gut. Au. Au. Nimm doch mit. Verdammt. Ich glaube, ich sterbe hier gleich. Oh, no. Spring. Lauf. Ah, ich kann nicht laufen. Oh mein Gott. Oh no. Warum startet die Hütte nicht mehr? Nicht gut. Oh, wegen Wasser und so? Oder wegen Motoröl? Scheiße, wegen Öl und so ein Shit? Oh Gott, bloß nicht. Oh shit, ich glaube, wir müssen mal den Motor wechseln. Aber die bleiben da stehen, ne? Das ist so assi. Warte, ich muss die kurz weglenken. Wir müssen hier uns kurz was einfallen lassen, Leute. Das geht sonst nicht. Der hat wenigstens 100% Motoröl. Aber ist wieder ein schwächerer Motor. Aber ist auch egal. Wir sind eh zu schnell. Oh Gott, ey, ist das traurig. Da hilft ja nichts. Komm schon. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Nicht dein Ernst? Oh. Ich kann mir vorstellen, warum. Kann das sein, weil es zu kalt ist? Shit, muss ich hier nochmal reingucken, ob hier irgendwas ist? Womit wir das irgendwie ankriegen? Die andere Batterie vielleicht. Oh no, nicht festhängen jetzt. Oh mein Gott, Alter. Ich hab gedacht, ich bleib da jetzt in so einer Ecke hängen und dann... Uiuiui. Ich versuche mal die Batterie zu tauschen. Ich habe halt die Idee, den Motor ins andere Auto zu bauen und dann mit dem Auto hinten gegen mein Auto zu fahren und dann springt er wieder an. Hier so in die Ecke rein. Oh, die kommen sogar weiter. Crazy. What? Oh, lauf, 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 lauf. What the fuck? Der ist nicht gelaufen gerade. Bin fast gestorben deswegen. So, sehr schön. Bleibt mal stehen da. Ja, perfekt. Dann mache ich hier kurz eben die Batterie rein. Und einen Sitz. Reifen braucht das Ding natürlich auch. Machen wir den nur ganz kurz fahrtüchtig. Normalerweise kann man auch Starthilfe geben, aber nur wenn die Batterie leer ist. Im Winter halt, wenn der Motor kalt ist. Weiß ich gar nicht, wie man das eigentlich so genau macht. Da kann ich hier jetzt was machen. Scheiße, auch keine Pedale, nichts drin, ne? Oh, leck mich am Arsch. Ja, da müssen wir Lenkradpedale, müssen wir auch noch ausbauen. Wir mal gucken, ob das funktioniert. Wenn das funktioniert, wäre das absolut geil. Komischerweise läuft der Motor, ne? Da ist das kein Problem. Wenn du jetzt anspringst, ne? Ich schwör's dir, jetzt wo ich hier Pedale und alles ausbaue. Sehr gut. Bremse habe ich ja nicht. Stimmt. Scheiße. Warte. Baller da jetzt rein, ey. Ach komm. So eine Kacke. Aber warum springt der Motor jetzt an? Verstehe nicht. Der läuft jetzt problemlos, oder was? Müssen wir noch nicht erzählen. Komm schon. Ah, so eine Scheiße, Mann. Leck mich doch am Arsch, ey. Weißt du was, Leute? Ist mir jetzt scheißegal. Dann baue ich das jetzt alles in die Hütte hier ein. Und dann fahren wir damit weiter. Ja, Abfahrt. Wenigstens ein Auto, das fährt. Mir jetzt scheißegal. Wow, warum eiert er so? What the fuck, warum eiert die Hütte so? Oh, unterschiedliche Reifen, oder? Warte mal. Oh mein... No way, das ist jetzt nicht passiert. Nee. Auto umdrehen, okay. Oh mein Gott. Bro, mach nicht sowas. So, warte mal.
Macht die klein, aber... Ey, was ist denn das für eine Scheiße, Mann? Ah, ich sehe schon. Der Tankdeckel ist noch auf, warte. Bleib stehen. So, ja. So, ich bin mal gespannt, was jetzt gleich kommt nach 2 Kilometer noch. Ungefähr, knapp. Mit unserer Hütte hier. Haben wir hier, gibt's hier was zu trinken? Oder so, oder Wasser? Nee, scheiße. Okay, wir sind aber auch gleich da, ne? 49. Ui, die FPS, 20 FPS, was ist jetzt los? Ach du Scheiße, was lädt denn jetzt rein? Na, da vorne ist das Ziel, glaube ich, oder? Yay! Platz 6000. Ja gut, ich habe mir auch Zeit gelassen. Ich war auch noch rauchen und so, also. Boah, warum ist die Performance so richtig im Arsch gerade? Okay, ich weiß nicht, woran es liegt. Die Performance ist einfach im Arsch, egal was ich grafisch einstelle. Lässt sich wohl gerade auch irgendwie nicht ändern. Dann kann ich mal kurz die Reifen wechseln, das ist eigentlich ganz cool. Oh, yo! What the fuck? Ein fucking UFO! Willst du mich verarschen? What the hell? Ha? What? Yo, ich geh mal in meine Garage. What the fuck? Get catched by UFO. Yo, was? Demo beendet. Sie sind von den Aliens gefangen genommen worden, aber das ist noch nicht das Ende. Ja. Haha. Okay. Why not? Unsere öffentliche Roadmap. Ah, zeig doch mal. Guck mal hier. Known Bugs. Bla bla bla. Next Patch Demo. Rotation Client Side Working. FPS. Ah. Also die wollen sogar die Demo patchen. Interessant. Ja, gut. Leute, das soll es gewesen sein mit der Demo von, wie hieß das Game noch? Drive Beyond Horizons. Ich schnibbel euch das alles natürlich zusammen. Und dann hören und sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann. Tschüss.